Willkommen bei Aidagio, wiederum aus der Philharmonischen Kanzlei im Wiener Musikverein. Mein Name ist Daniel Ottensammer und ich als Klarinettist im Orchester der Wiener Philharmoniker freue mich natürlich ganz besonders heute, dass wir endlich einen Bläser, einen, der ein Blasinstrument spielt, als Gast haben in dieser kleinen Serie. Bis jetzt hatten wir nur Streicher. Und freue mich natürlich sehr, dass unser junger Kollege Sebastian Breit, der Solo-Oboist ist, sich bereit erklärt hat, heute kurz mit mir zu sprechen. Sebastian, du bist ja ganz neu im Orchester. Du hast quasi ein Jahr hinter dir. Das Jahr war aber dann doch ziemlich unterbrochen jetzt von dieser Krise. Vielleicht kannst du kurz sagen, wie war das Jahr bisher für dich und wie war jetzt diese Unterbrechung? Wie hast du dich jetzt gefühlt? Also das Jahr war für mich großartig bis jetzt. Fand ich sehr angenehm. Also es hat mich eigentlich auch irgendwie überrascht, wie gut ich da reinkomme und wie angenehm ich mich da finde. Und die ganzen Kollegen finde ich bis jetzt unglaublich alle nett, sehr unterstützend und einfach mit der ganzen Bereitschaft und Hilfe, dass man da reinwachsen kann in Ruhe. Und dann, ja, also ich habe es sehr genossen bis jetzt. Und diese Unterbrechung jetzt, die so plötzlich gekommen ist, das muss doch, also ich meine, hat ja niemand erwartet, dass das so wird, aber für dich in deinem quasi Probejahr, wo du im ersten Jahr, nach dem ersten Jahr dann abgestimmt wirst, ob du weiterbleiben darfst oder nicht, muss das doch ganz, ganz merkwürdig gewesen sein. Ne? Das war sehr seltsam. Also es war noch am Anfang mit dieser kleine Schadenfreude wie in der Schule, wenn man so merkt, jetzt ist nichts, jetzt kann man so quasi so, ja, Schulfreude. Ja, ja. Aber dann relativ schnell kommt man da drauf, das ist so, ja, lustig ist das auch nicht. Das denke ich mir. Du bist ja mit wie alt bist du? Du bist ja 22, also bist du ja wirklich mit Abstand, bei uns ist der jüngste Solobläser. Wie ist es für dich in dieses Orchester, das doch eine lange Tradition hat und auch einen großen Namen, noch dazu auf so eine wichtige Position wie die Solo-Oboe, ja, die doch sehr, sehr präsent ist in den Opern, auch in den Symphonien. Wie ist es für dich da jetzt vom Kopf her hineinzuwachsen? Also wie fühlst du dich so in dieser Position? Fühlst du dich schon angekommen oder hast du noch ein bisschen das Gefühl, du musst dich noch finden? Beides. Aber eigentlich habe ich mich recht wohl gefühlt von Anfang an, weil ich habe auch eben das Glück gehabt, dass ich die letzten Jahre jetzt relativ viel erste Oboe spielen konnte in anderen Orchestern. Mhm. Also die Situation war mir schon relativ vertraut. Ich hatte auch das Glück, dass die allerersten Opern, die ich im Dienst hier spielen musste, ich auch schon gekannt habe und dann mich dadurch sehr wohl gefühlt habe von Anfang an. Und ich habe jetzt eigentlich versucht, nicht zu sehr darüber nachzudenken und einfach meine Sache zu machen und das zu spielen. Das Beste, was man machen kann. Und nicht darüber nachzudenken, weil es ist einfach, ich meine, es sind Kollegen, es ist ein Orchester, es ist ein sehr gutes Orchester, aber es ist doch ein quasi normales Orchester. Es ist jetzt keine so ganz außerordentliche Situation für uns. Also wie wenn wir jetzt zum Beispiel Jazz spielen müsste, würde ich mich vermutlich viel unwohler fühlen, weil ich das einfach nicht kann. Kommt vielleicht noch, wer weiß. Ja, hoffentlich, aber... Aber es war eine einigermaßen vertraute Situation. Es waren sehr nette Kollegen, die einen da rein begleiten und reinführen und nicht versuchen, da ein Bein zu stellen am Anfang. Das fand ich sehr positiv. Und ich habe einfach versucht, mit den Kollegen Musik zu machen. Das ist sehr schön formuliert und wahrscheinlich der richtigste Weg, den man wählen kann, wenn man so in ein frisches Orchester reinkommt. Du hast es angesprochen, das Interessante bei uns im Orchester ist natürlich, dass wir in der Oper einen Repertoirebetrieb haben, wo wir jeden Tag eine andere Oper spielen. Das heißt, wenn man als neues Mitglied in dieses Orchester kommt, dann hat man ein unglaubliches Repertoire zu bewältigen. Wie machst du das? Also ist es tatsächlich so, wie wir uns das vorstellen, dass du am Vormittag eine Oper anhörst und am Abend diese spielst und am nächsten Tag hörst du die nächste an und spielst diese wieder am Abend? Oder hast du einen Plan schon vorher, wie du das ganze Jahr anlegen wirst? Also das ganze Jahr nicht, aber an sich schon. Also meine Arbeitstechnik war immer schon rechtzeitig zu beginnen, um dann am Ende keinen Stress zu bekommen. Ja, gut. Also ich hab einfach, sobald ich den Dienstplan hatte, also ich habe den immer 1-2 Monate im Voraus spätestens bekommen. Und er war auch für mich angenehm eingeteilt. Also dass man, wenn man schaut, wenn eine Serie an Opern kommt, dass ich eine Oper öfter spiele, um sie gescheit zu lernen und nicht 5 verschiedene, sondern 3 verschiedene und die öfter. Das war von den Kollegen natürlich. Das war von den Kollegen ein Entgegenkommen, ja. Das war sehr nett. Ja. Aber es hat sich, glaube ich, auch bewährt, weil es einfach dann dadurch ein Pensum wird, das man gut erledigen kann. Und das ist natürlich auch dann auch für die insgesamte Qualität gut. Absolut, ja.
Und also ich habe das schon gemacht, dass ich einfach rechtzeitig begonnen habe, also sicher eben im Sommer, sobald ich gewusst habe, was es kommt, habe ich mir gleich mal die Stücke besorgt, habe mir das eben angeschaut, angehört, die Stellen rausgeübt, mit meinem Lehrer durchbesprochen, was jetzt nochmal besonders wichtig ist und was weniger. Und bist du nie in die Situation gekommen, dass du quasi das Gefühl hattest, jetzt bin ich kurz mal überfordert mit dieser großen Masterarbeit? Also du meinst, wenn man sich gut vorher das vorbereitet wenn man sich rechtzeitig und einen Plan macht, dann ist das bewältigbar. So ja, schon. Richtung, ja. Also es kommt eben sehr auf die Diensteinteilung an. Ja. Ich habe das Gefühl, wenn man nicht Rücksicht darauf nehmen würde bei der Diensteinteilung, dass jemand neu ist, könnte man das auch ganz anders gestalten, dass es wirklich unangenehm wird. Dann kann man in die Bredouille kommen. Genau. Das kann dann schwierig werden. Aber für mich war das sehr angenehm, dass ich einfach quasi mal erst mit den leichteren Opern anfange, dann mit den Opern, die Proben haben, weil es gibt, nicht alle Opern werden geprobt, aber wenn es schon einmal Proben gibt, dann wurden die meistens mir gegeben, einfach zum Lernen. Und dann halt die Serien, dass man eine Oper öfter spielt, damit man sie dann auch kann und nicht einmal spielt und dann wieder vergisst. So kann man dann ein Repertoire sich aufbauen, genau, auch über die Jahre. Hast du irgendeine Oper oder hast du irgendeinen Moment, an den du dich zurückerinnerst, der besonders schön für dich, aber auch besonders einfach war, weil du diese Oper schon gekannt hast und weil du dich wirklich gefreut hast, sie endlich zu spielen? Oder kannst du ein paar Beispiele nennen, irgendein bestimmtes Repertoire oder bestimmte Symphonie vielleicht auch? Eigentlich viel. Also vor allem für mich der Anfang natürlich, das war so ein Erlebnis. Und die allererste Vorstellung der Saison, meine allererste Vorstellung, was war das? Oper ohne Probe, La Traviata. La Traviata, ja. Die hatte ich im Sommer davor bei dem Opernfestival 20 Mal auf der zweiten Oboe gespielt und einmal auch auf der ersten, wie der erste krank geworden ist. Super, das war dir also bekannt. Mir war das, ich habe das in- und auswendig gekonnt, ich habe das geliebt, die Musik, war da voll drin und ich habe da einfach mal spielen können und das war irgendwie cool. Ist doch ein perfekter Anfang dann eigentlich. Ja, ein perfekter Anfang, weil du kannst gleich einmal mit etwas anfangen, was du kannst, was du weißt, das geht und wo du eben nicht diesen Stress hast, sondern wo du mal zeigen kannst, was du drauf hast. Und wenn du vom jetzigen Standpunkt ausgehst, wenn du so in die Zukunft denkst, worauf freust du dich besonders? Hast du irgendeine Oper oder eine Symphonie, wo du sagst, das wird's dann, da freue ich mich so richtig drauf, das wollte ich schon immer mal spielen. Gibt es da irgendetwas oder einen bestimmten Komponisten, der vielleicht, den du noch nicht erlebt hast? Oder den? Also zukünftig, ich lerne die Stücke kennen, und dann mag ich, also ich habe immer das Gefühl, dass ich das, was ich gerade spiele, am liebsten habe. Okay, das ist doch perfekt. Und das war auch eben bei den letzten Opern, war das eigentlich immer so, dass das, was gerade war, habe ich mir gedacht, das ist super, das ist cool. Du denkst gar nicht so weit in die Zukunft und denkst gar nicht, was könnte da jetzt noch kommen, sondern du freust dich auf die Sachen, die du vorbereitest und die genießt du dann einfach. Ne? Genau. Das ist doch der perfekte Zugang. So. Ja, was mich interessiert oder was auch wahrscheinlich für die Zuschauer sehr interessant ist, um in unser Orchester zu kommen, nicht nur in unser Orchester zu kommen, sondern natürlich auch in jedes Orchester, muss man ein Probespiel machen, muss man eine Aufnahme machen, Aufnahmeprüfung quasi, wo mehrere Kandidaten sich bewerben. Die spielen dann vor einer Jury, die aus unserem Orchester besteht, vor, hinter einem Vorhang. Also man sieht die Kandidaten nicht, sondern man hört sie nur. Und dann gibt es Bewertungen und dann steigt man von einer Runde zur nächsten auf. Es werden immer weniger. Ja. Am Schluss ist dann nur mehr einer übrig. Oder keiner. Und dann wird halt dann keiner genommen. Das ist bei dir natürlich jetzt noch nicht so lange her, das Ganze. Ja, deswegen ist es für euch ganz lustig, diese Situation zu beleuchten. Die Vorbereitung muss natürlich ganz speziell sein, nehme ich an, auf so ein Probespiel. Also was heißt nehme ich an, ich weiß es ja selber auch, aber war bei dir wahrscheinlich auch ganz eine besondere, auf dieses Probespiel sich vorzubereiten? Ja, natürlich. Die Wiener Opernszene ist ja sehr klein, insofern das spricht sich herum und ich habe eigentlich ein Jahr vorher gewusst, dass vermutlich was kommen wird nächste Saison und habe ein Jahr vorher angefangen, die ganzen Probespielstellen und alles wirklich systematisch durchzuarbeiten. Also man legt den Fokus schon sehr früh, weil man weiß, da wird was frei, also man kann schon ungefähr. Also man kann ein bisschen planen und eben es ist auch meine Arbeitstechnik eben immer gewesen, dass ich rechtzeitig anfange, das rechtzeitig gut übe und am Ende dann nicht diesen Druck oder Stress habe, dass ich das jetzt noch geschwind irgendwie schaffen muss, sondern dass ich weiß, das kann ich schon. Und das dann einfach spielen kann. Und wie war dann der Tag, als der gekommen ist, das Probespiel selber? Warst du sehr aufgeregt oder warst du eben so gut vorbereitet, dass du das Gefühl hattest, jetzt kann ich das einfach abliefern? Ja, es war für mich noch einmal eine ganz spezielle Situation, weil ich wurde ja nicht eingeladen für das eigentliche Probespiel, sondern ich musste am Tag davor das Akademie-Probespiel machen. Das quasi als Vorprobespiel. Das meistens so gedacht ist, dass Studenten oder Leute, die noch keine feste Stelle haben, dass man dort schon mal einen Überblick kriegt und nur die weiterlässt ins Hauptprobespiel, die qualitätsmäßig in Frage kommen. Ja? Da warst du. Und das war verknüpft bei den Oboen mit der Akademie-Position. Ja. Jetzt.
Und das heißt, ich habe am Tag davor, und darauf habe ich mich vorbereitet, die Akademiestelle wollte ich haben. Akademie der Wiener Philharmoniker, das ist eine Ausbildungsakademie, ja, quasi, wo junge Studenten bei uns ein bisschen mitspielen können und auch Orchestererfahrung sammeln können. Genau, die war ganz neu. Und darauf habe ich mich vorbereitet, die wollte ich haben und die habe ich am Tag davor bekommen. Was für mich dann auch diese Qualifikation war, mich überhaupt weiterzulassen in das Hauptprobespiel. Und dann bist du ins Hauptprobespiel? Und dann bin ich ins Hauptprobespiel gekommen und habe mir gedacht, ich habe alles, was ich will. Ich habe keinen Druck, ich bin um nichts da, ich zeige jetzt nur, was ich kann. Ich habe nicht damit gerechnet, dass man mich nimmt überhaupt, ja, weil ich ja zu jung war. Habe ich mir gedacht, die schicken mich eh wieder weg und ich zeige jetzt mal nur, was ich... Und ja, ich war eigentlich sehr entspannt, ja, und dann halt trotzdem halt mit diesem Fokus, dass man wirklich zeigen will, was man kann. Ja. Also, dass man wirklich alles rausholt, aber nicht mit dem Druck, dass jetzt unbedingt etwas sein muss. Mhm. Und hast du das Gefühl gehabt, nachdem du die erste Runde so gespielt war und du hast gemerkt, du kommst jetzt in die zweite Runde, hast du das Gefühl gehabt, du wirst von Runde zu Runde noch lockerer hat sich da was verändert im Laufe des Probespiels oder bist du konstant konzentriert und fokussiert geblieben? Ja, ich kann mich ehrlich gesagt nicht mehr oder ganz dann, genau erinnern. Hast du das Gefühl, es wird leichter zum Schluss dann hin oder das nicht? Also es war die zweite Runde, war für mich schon nochmal spannend, weil es halt zwischen der ersten und der zweiten Runde diese Umstellung ist von Mitklavier zu Probespielstellen. Ist nochmal ein anderes Gefühl. Das ist ein ganz anderes Gefühl, ja, da habe ich mich schon nochmal ordentlich rein. In der ersten Runde spielt man Mozart Oboen-Konzert, die Exposition. Genau. Ne? Und dann in der zweiten Runde werden dann Orchesterstellen aufgelegt, also schwierige Stellen aus dem Repertoire, die man dann der Jury vorträgt, ohne Begleitung natürlich. Ja. Ja. Und das ist natürlich eine ganz andere Situation, da habe ich mich schon nochmal darauf vorbereiten müssen, weil auch da halt natürlich heikle Stellen waren. Ja. Und dann vor der dritten Runde, es hat sich echt dann aufgelockert, weil es sind halt weniger Kandidaten geworden und wir haben uns dann so in der Pause dazwischen, halt wir uns mal ein bisschen geredet nett, und haben uns dann auch überlegt, dass eigentlich für die dritte Runde geplant war, Brahms Violinkonzert. Ja. Und wir haben uns eben, genau, und wir haben uns eben überlegt, dass eigentlich keine Technikstelle war. Ja. Also gefragt wurde und wir haben uns schon gedacht, ob sie dann noch was umändern oder nicht. Und das war dann ein bisschen eine Überraschung. Und es kam dann die seidene Leiter, genau, die berühmte Oboenstelle, ja, ist ganz schwierige Technik und mit viel Staccato und allem, ja, drum und dran. Und dann kann, ja, ich natürlich unserem Publikum berichten, ich war in diesem Probespiel dabei und wir waren alle dermaßen angetan von der Interpretation von Sebastian Breit, von dieser seidenen Leiter. Jetzt hätte ich schon fast nach dir benannt, diese Probespielstelle, weil du sie so exzeptionell gut gespielt hast. Und dann war, also es war uns vorher auch schon klar, aber ich glaube, dann waren alle Zweifel beseitigt und du bist dann als Gewinner des Probespiels hervorgegangen. Wie war dieses Gefühl, als du dann erfahren hast, das ist jetzt, also konntest du es glauben oder weil du selber gesagt hast, du hast ja damit gar nicht gerechnet, dass man so einen jungen Oboisten, ja, überhaupt nimmt. Also dass mit 21 als, ja, Solo-Oboist, das ist doch eine ziemlich außergewöhnliche Situation. Wie hast du dich gefühlt, dass du diese Entscheidung gehört hast? Also ich habe das zuerst nicht wirklich fassen können. Ich habe dann mehr so halt so getan, was halt jetzt vorgegeben wurde. Nicht gegeben, ja, aber ich habe das nicht gleich verarbeiten können. Das glaube ich, ja, ja. Also es hat wahrscheinlich ein paar Tage gedauert, bis du es realisiert hast, was da jetzt... Ja, so ein paar Tage. Und dann habe ich mal den Dienstplan bekommen. Dann habe ich gedacht, oh ja. Das kommt alles auf mich zu. Und dann über den Sommer habe ich das erst richtig verarbeiten können. Und mir gedacht, ja, das ist eigentlich cool, dass ich jetzt diese Möglichkeit habe, diese... Chance habe, diese einfach die Möglichkeit, solche Sachen zu spielen, in so einem Orchester zu spielen. Und jetzt genießt du es einfach. Das ist schön. Was ich noch ganz gerne mit dir besprechen würde, was sehr, sehr interessant ist, glaube ich, auch für Zuseher, die vielleicht in der Wiener Musikszene jetzt nicht so daheim sind, ist natürlich das Spezielle der Wiener Philharmoniker. Stellt sich in vielen Situationen dar, aber unter anderem auch im Instrumentarium des Wiener Horn und zum Beispiel eben die Wiener Oboe, die tatsächlich nur in Wien gespielt wird. Genau. Und wie du schon angesprochen hast, ein sehr kleiner Kreis hier tatsächlich an Kandidaten auch in Frage kommen für die diversen Orchester, weil sie wirklich sehr zentriert auf Wien ist. Kannst du kurz umreißen einfach, was die Unterschiede sind zur herkömmlichen Oboe, zur französischen Oboe und die Besonderheiten vielleicht? Also ich finde, der wichtigste Unterschied, aus dem sich alle anderen Unterschiede gründen, ist eigentlich die Geschichte. Mhm. Ist, dass wir die französische Oboe eher, also ähnlich wie die Böhmflöte, es irgendwo einen Schnitt gab, wo sich die Instrumentenmacher überlegt haben, wir haben jetzt ein neues Konzept, wir planen das neu durch, mathematisch ziehen das durch, mhm, und haben das Instrument dann in einem kurzen Zeitraum relativ stark verändert und dadurch eben diese
diesen Unterschied geschaffen zwischen der französischen Oboe, wie sie damals quasi erfunden oder neu entworfen wurde, und der deutschen romantischen Oboe, wie sie überall sonst noch gespielt wurde, aus der Tradition heraus. Ich verstehe, ja. Und das ist, finde ich, der größte Vorteil der Wiener Oboe, dass wir wirklich aus dieser ungebrochenen Tradition herauskommen. Mhm. Dass wir in der Klangvorstellung und einfach in den Möglichkeiten des Instruments eher noch in der romantischen Oboe verhaftet sind. Also es ist ein bisschen traditioneller von früher doch geblieben. Auch klanglich, ist das, kann man das Klangliche auch beziehen? Das ist schwierig zu sagen, weil es damals natürlich keine Aufnahmen gab. Mhm. Und gerade die älteren Aufnahmen, Oboe ist ein Instrument, das man sehr schwierig aufnehmen kann, gut. Mhm. Also gerade die älteren Aufnahmen ist auch nicht wirklich so klar, ob die wirklich damals so geklungen haben oder ob das nur eine Verzerrung der Aufnahmetechnik ist. Ja. Und das zweite Problem gab es auch, dass es in der Wiener Oboe, das muss man leider schon sagen, im 20. Jahrhundert einen ziemlichen Durchhänger gab, also wo eben durch den Weltkrieg und durch die Instrumentenbauersituation vor allem das Instrument ziemlich den Bach runtergegangen ist. Also in der Entwicklung, in der Weiterentwicklung in des Instruments. In der Entwicklung, ne? Und auch in einfach nicht einmal Entwicklung, einfach in der Haltung, ja, der Qualität war das schwierig damals. Mhm. Und weil eben auch der einzige Instrumentenbauer, der das konnte, gestorben ist, ohne einen ausgebildeten Lehrling zu haben. Das ist natürlich dann schwierig. Und das war echt wirklich schwierig. Ja. Eben, also es war, früher wurde die Wiener Oboe ja in ganz Österreich gespielt. Mhm. Bis Ende, nach dem Krieg ungefähr. Also Anfang der 50er Jahre ist dann die französische Oboe in die anderen Länder eingekommen, weil es eben nicht genug Studenten gab, um diese Stellen zu besetzen. Mhm. Weil durch den Krieg halt keine da waren, keine Instrumente da waren. Und das hat sich dann immer mehr reduziert. Auf Wien. Ja. Und es hat sich dann stabilisiert in der zweiten Hälfte des 20. Jahrhunderts. Aber jetzt erst schaffen wir das wirklich wieder auf die volle Qualität draufzukommen. Mhm. Ist schon natürlich ein ganz spezielles Merkmal, wenn man so ein Instrument auch erhalten kann natürlich. Das ist gerade in der Zeit, wo die Gefahr ist, dass durch die Perfektion der verschiedenen Orchester alles ähnlicher klingt, ne, ja, ist es natürlich ein großer Stellenwert, wenn man solche Instrumente natürlich in der Qualität aber erhalten kann. Ne? Also man darf jetzt natürlich keine Qualitätsabstriche machen, sondern man muss schon versuchen, auf dem Niveau das Ganze weiterzuführen. Aber wenn man das schafft, ist das, glaube ich, ein großes Markenzeichen, kann das sein. Ja. Ne? Inwieweit betrifft das auch bei dir den Rohrbau? Also wie unterscheidet sich der vom französischen? Wie viel Zeit musst du verbringen mit dem Bau der Rohrblätter? Also das ist quasi das, was vorne ist. Die Klarinette hat eines und die Oboe hat zwei Rohrblätter, die aufeinander schwingen. Das ist doch sehr entscheidend für euch, ne? Das ist sehr entscheidend. Das ist vor allem, und gerade eben im Repertoirebetrieb, wenn man viele Proben hat, viel Dienst hat, kann man quasi eh nicht so viel üben dazwischen, weil man sich den Ansatz sparen muss für die Dienste. Dann ist eigentlich die Hauptzeit, die man zu Hause verbringt, mit Rohrbau. Da nimmst du, nur zum Verständnis, da nimmst du wirklich Holz und schabst es quasi so lang, bis du diese zwei dünnen Rohrblätter hast, die aufeinander passen. Ne? Genau. Das ist ja für viele ganz, ganz überraschend, glaube ich, dass du als Solo-Oboist quasi dich da daheim als in so Tischlerarbeit, also in so kleinen Handwerksarbeiten, viel Zeit damit verbringst. Ja, das hat mich eigentlich auch immer fasziniert, dass man zum Oboe-Spielen eigentlich zwei Skillsets benötigt, die eigentlich überhaupt nichts miteinander zu tun haben. Das ist wirklich so. Das ist eigentlich ganz spannend. Eigentlich schwierig, aber und wahrscheinlich sogar auch abwechslungsreich. Das denke ich, aber wahrscheinlich sogar zeitlich ausgewogen, weil du verbringst wahrscheinlich wirklich viel Zeit mit dem Rohrbau. Ne? Kann man gut sagen. Sehr spannend. Danke fürs Beleuchten kurz für die von der Wiener Oboe, weil das ist, glaube ich, wirklich ein interessantes Thema, wo viele gar nicht so viel Einblick haben. Was mich noch abschließend ganz interessieren würde, kannst du vielleicht dem Publikum, weil ich glaube, viele, wenn sie das Interview sehen, würden ganz gern Musik dazu hören. Vielleicht kannst du irgendeine Musik, die dir fehlt, gibt etwas, was dir besonders viel bedeutet, auch bezogen aufs Orchester der Wiener Philharmoniker. Gibt es eine Aufnahme, die du von den Wiener Philharmonikern von früher viel gehört hast? Oder ein besonderes Stück, das dir sehr am Herzen liegt? Es gibt, also schon, mein erstes philharmonisches Abo-Konzert war mit Mahler Vierter im September, das mit Daniel Harding. Mhm. Und dafür habe ich eine Aufnahme angehört, Mahler Vierte mit, ich glaube, Abbado, Philharmoniker aus den 70er Jahren, wo eben mein Vorgänger, der Gerhard Turecek, noch große Solo im dritten Satz gespielt hat. Mhm. Und das ist unglaublich. Ja. Also das hat mich, das finde ich, kann ich also das wärmstens empfehlen. Das müssen Sie sich anhören. Vierte Maler mit Abbado, Wiener Philharmoniker. Ja. Wird es wahrscheinlich nur eine Aufnahme, glaube ich, geben mit Abbado. Ja. Das ist die Empfehlung von unserem Solo-Oboisten Sebastian Breitz. Sebastian, danke dir. Ja, danke dir für die Einladung. Ich bin froh, dass du quasi die Fahne der
Holzbläser jetzt hochgehalten hast und mein erster Holzbläser-Gast warst. Es werden vielleicht noch der ein oder andere folgen. Danke fürs Zuhören. Es gibt nächste Woche am Donnerstag natürlich wieder die nächste Folge und ich freue mich sehr, Sie hier auf Aidacho wieder begrüßen zu dürfen.